Bin auch gespannt. Er bekommt noch ein Deckchen und das ist dann bei diesen Temperaturen auch mehr als verständlich. Christoph, komm in unsere Mitte. Herzlichen Glückwunsch. Mal wieder ein Sieg gegen die Bayern. Kann man sich daran gewöhnen? Ja, kann man. Wir haben gerade schon analysiert, dass die Bayern natürlich in der zweiten Halbzeit dann eine Phase hatten, in der es richtig Chancen gegeben hat. Wie habt ihr euch da rausgearbeitet? Ja, also sie haben die Chancen nicht gemacht. Ob man sich da unbedingt, ob wir uns da unbedingt herausgearbeitet haben, wenn der Ball gegen die Latte titscht, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Wir sind eigentlich nicht so verkehrt die ersten 2-3 Minuten reingekommen. Wir haben es in der Pause schon angesprochen, dass wir schon große Löcher vorfinden, gerade wenn wir Chip auf Embolo spielen, dass wir in deren Hälfte echt gut spielen hätten können. Da haben wir viele falsche Entscheidungen in der zweiten Hälfte getroffen, viele ganz ärgerliche, dumme Ballverluste gehabt. Ja, auch einfach zu einfach, obwohl ich das nicht so mag, aber es war halt so und dann haben wir sie so ein bisschen krass ins Spiel kommen lassen und dann haben wir hinten raus auch vielleicht nochmal so ein bisschen Glück gehabt, aber wenn du in München gewinnen willst, gehört Glück halt auch dazu. Wie ist das, gegen so eine Mannschaft zu spielen, die normalerweise mit Superstars besetzt ist, die auch von der Bank Leute bringen kann? War das dann schon ein Unterschied, den man auf dem Feld gemerkt hat, ohne dass ich jetzt den Sieg schmälern will? Ja, also wir müssen natürlich drüber reden, das gehört natürlich ganz klar zur Wahrheit, dass Bayern heute ohne sieben richtig gute Spieler gespielt hat, aber also die erste Elf, die sie heute auf dem Platz haben, da wären 17 Bundesligisten sehr neidisch drum. Also Lewandowski, Müller, Kimmich auf dem Platz, Gnabry, weiß ich nicht, wo die Spieler, wer so, solche Spieler sonst so hat. Also von daher war es sicherlich nicht die beste Bayern Elf, gegen die wir hätten spielen können, aber eine sehr, sehr, sehr gute. Wir haben sehr viel bei Adi Hütter zugehört, der ja auch sehr offenkundig gesagt hat, was die Probleme waren in der Hinrunde. Also mehr Intensität, dann gerade auch bei der Arbeit gegen den Ball, Verbesserungspotenzial. Vielleicht kann uns die Regie nochmal den Vorlauf, also das, was vor dem ersten Treffer von euch passiert, ist einspielen. Denn da holt Gladbach den Ball, da arbeitet man aggressiv gegen den Ball. Ist das also auch ein klarer Schritt nach vorne mit Blick dann in Richtung Rückrunde? Ja, also das ist auf jeden Fall Teil der Arbeit. Da ist natürlich einfach klar, wir hatten eine hohe Intensität im Spiel. Wir standen heute aber vor allen Dingen häufig richtig in Räumen und wir müssen, es geht nicht darum, um zu laufen, um zu kämpfen, sondern es muss funktionieren. Und heute standen wir haben nach 20, 25 Minuten so ein bisschen das Anlaufen umgestellt und dann stehst du einfach in Räumen, wo du gut reinkommst. Und auch in den ersten 20 Minuten hatten wir eine hohe Intensität, aber wir kamen einfach nicht hin, weil wir nicht vernünftig in den Räumen standen, weil wir die Ordnung zu oft haben fallen lassen und deswegen sind wir nicht hingekommen. Aber was habt ihr geändert? Das hat Experte Sandro vergessen zu erklären? Ach, wir einfach nur, das sind ja immer nur so ganz kleine Kleinigkeiten. Wir sind am Anfang vorne mit zwei Zehnern und einer Spitze angelaufen, dann haben wir halt einen Zehner und zwei Spitzen angelaufen und haben außen mehr freigelassen. Das war nur so eine Kleinigkeit, aber dann sieht es schnell intensiver und besser aus, weil man besser in den Räumen steht. Und deswegen Intensität ja, und wir sind in Laufleistung, intensive Läufe, Sprints sind wir überall Platz 17, 16 und das ist die Wahrheit, die können wir nicht wegdiskutieren und ich will sie auch nicht schönreden, aber darüber hinaus müssen wir auch gucken, dass es funktioniert, weil dann fällt Intensität leichter. Ich weiß, nach dem ersten Spieltag habe ich hier mit Lars Stindl gestanden und er hat gesagt, so und jetzt müssen wir das, was wir heute, damals war es ein Punkt gegen die Bayern, geleistet haben, bestätigen. Die Devise bleibt dann auch nach einem halben Jahr bestehen? Ja, also ich würde mir sehr wünschen, dass das der erste Schritt in eine richtig gute Rückrunde wird. Aber nach einem Sieg heute dürfen wir sicherlich nicht den Fehler machen, zu vergessen, dass wir immer noch in einer Situation stecken, die nicht so einfach ist. Ne? Und es war ein sehr, sehr, sehr wichtiger Dreier heute und da müssen wir weitermachen, das ist klar. Aber nur weitermachen, sagen, reicht nicht. Das haben wir in der Hinrunde gesehen. Der Mann hier neben mir hat euch in Richtung Champions League getippt. Ich habe schön zugehört. Ja. Aber ich wollte noch einmal erwähnen, dass ich sehe euch von der Qualität natürlich weit oben, seht ihr euch ja selber. Aber ich finde, das war sinnbildlich, was du gesagt hast. Nach 20 Minuten waren die Ballgewinne da. Ich fand aber das Anlaufen auch davor schon gut. Du hast nicht gut zugehört. Ich habe auch gesagt, Neuhaus ist dann immer wieder weiter vorgeschoben. Du hast es gut dirigiert. Kone ist auch ein Stück weit vorgegangen. Und dann fand ich einfach auch dieses Spielglück sozusagen, dass du dann gar nicht erklären kannst, so bei dem Tor, die Balleroberung von Kone war dann eben bei deinem Mitspieler, dann hatte Chris viel mehr Platz, mehr Ruhe am Ball und das war in den ersten 20 Minuten auch gut, finde ich, dass sie im Mittelfeld die 50-50-Situationen hatten, die haben sie aber nicht gewonnen. Und da war es schön, das Psychologie unseres Fußballsports zu sehen, dann läuft es auf einmal. Dann hast du die Ballgewinne, dann hast du auch die Ruhe am Ball und dann findest du gute Möglichkeiten. Und gegen Ende der ersten Halbzeit haben sie noch zwei, drei gute Abschlussmöglichkeiten gehabt, die sie besser ausspielen müssen. Mit Embolo eine Riesenchance, die Ulreich gut rausholt. Leiner, einmal wo Tillmann kreuzt, also waren schon gute Szenen dabei. Ja. Gibt es noch was zuzufügen? Ich habe ihn jetzt ein bisschen gekitzelt, hat er gut analysiert. Ja, macht er ja die ganze Saison schon gut. Ne? Also wer sonst...
Komisch, wenn er es heute das erste Mal nicht gut gemacht hätte. Sagt jemand, der das einschätzen kann. Christoph, du hast deinen Strumpfband verloren. Nee, das ist von der Decke. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Gesund bleiben und erstmal gute Heimreise. Glückwunsch zum Auftaktsieg. Männer, so kann es weitergehen. Auf jeden Fall.